sei mit euch. Herzlich willkommen in der St. Wendelinskirche in Neuses. Heute muss alles schnell gehen. Und bei so viel Eile bleibt manches einfach auf der Strecke. Auch die beiden Jünger, die am Ostermorgen nach dem leeren Grab schauen wollten, haben sich sehr beeilt. So jedenfalls hat es der Evangelist Johannes für uns aufgeschrieben. Simon Petrus und der Jünger, den Jesus liebte, sind wohl regelrecht um die Wette gerannt. Kein Wunder, nachdem ihnen Maria von Magdala weinend vom Verschwinden des Leichnams Jesu aus dem Grab erzählt hatte. Am Ende schauen sie nur kurz in das Grab hinein, werden gläubig und gehen wieder nach Hause. Und ich frage mich, warum so eilig? Maria von Magdala hat sich Zeit genommen für ihre Trauer. Sie hat so lange geweint, bis ihr der Auferstandene wirklich begegnet ist. Und sie hat ihn erkannt, als er sie mit ihrem Namen angesprochen hat. Muss denn wirklich immer alles so schnell gehen? Wie soll Gott uns ansprechen, wenn wir uns keine Zeit dafür nehmen? Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat.
Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin. Weil aber der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Dann kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war. Er ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben, an einer besonderen Stelle. Dann ging auch der andere Jünger, der zuerst am Grab angekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich zu ihm um und sagte auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zum Vater, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Nein, es muss nicht immer schnell gehen. Und deshalb habe ich mir erlaubt, das Osterevangelium in voller Länge vorzulesen. Was wäre das für ein Glauben, der nur eben mal schnell in das leere Grab hineinschaut? Ob ein solcher Glaube lange trägt? Zum Glück haben sich die Jünger später noch einmal viel Zeit genommen, um genau hinzuhören und ihre Fragen und Zweifel auszusprechen. Der Apostel Thomas weigerte sich sogar zu glauben, ehe er nicht selbst die Wunden von Jesus berührt hatte. Er weigerte sich, Petrus zu glauben, und er soll immerhin der erste Papst gewesen sein. Am liebsten von allen aber ist mir die weinende Maria von Magdala. Sie hat sich wirklich Zeit genommen für ihre Trauer. Was wäre das für ein Glauben, der keine Zweifel, der keine Leiden, der keine Erschütterungen aushalten kann? Auch in der Kirche sollten wir uns viel mehr Zeit für diese Dinge nehmen, statt eiligst wieder zur Tagesordnung überzugehen. Dabei bleibt manches auf der Strecke. Möglicherweise verpassen wir die Begegnung mit dem Auferstandenen, wenn wir die Fähigkeit verlieren, über etwas zu weinen und zutiefst erschüttert zu sein. Gerade dann, wenn wir uns vom Leiden anderer berühren lassen, spricht Gott uns ganz persönlich an. Ich meine, nur so können wir die frohe Botschaft glaubwürdig verkünden. Die frohe Botschaft, nämlich: Gott ist wirklich wie ein guter Vater. Er ist unser Vater. Und dieser Glaube trägt auch über den Tod hinaus.
Wir wollen beten. Jesus, du bist auferstanden und hinaufgegangen zu deinem Vater im Himmel, der durch dich auch unser Vater geworden ist. In deinem Namen bitten wir ihn. Hilf der Kirche, auf dein Wort zu hören und umzukehren und Buße zu tun, wo es nötig ist. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Tröste alle, die leiden und verzweifelt sind, und stärke ihren Glauben. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Lass unsere Verstorbenen bei dir leben und glücklich sein. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gelobt sei Jesus Christus.